Alle. Herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Puppe kennt ihr alle. Und wir müssen noch mal zu Ralf was sagen. Ralf hat Puppe genannt und alle haben gesagt, so frauenfeindlich, das ist ihr Spitzname. Was haben Sie, Frau, was frauenfeindlich, was? Mein Name, ein Problem damit? Den Namen hat sie sich selber gegeben. Ich habe sie nicht so genannt. Meine Mädchen. Und wir lieben Joghurt. Mädchen lieben Joghurt. Und wir essen ja, oder Puppe jetzt gezwungenermaßen auch, ja nur Sojajoghurt, wenn sie hier ist. Und der ist schon wieder leer und wir wollen gleich ins Bett und eigentlich morgen früh Sojajoghurt essen mit Geschmack. Ich habe nur noch Naturjoghurt und da kam mir die brillante Idee meiner Oma, denn die hatte früher in Kriegszeiten, da gab es keine Joghurtmaschine und die hatten da auch nicht irgend so einen, wie nennt man das, Starterpilz. Weil es ist ja nur eine Kultur da drin. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das bei echtem Joghurt geht, mit normaler Milch, dann wird es ja auch muss mit Sojamilch gehen. Das muss gehen. Und das ist total tricky und easy eigentlich, weil ich habe jetzt einfach 1 Liter stinknormale Sojamilch genommen. Und die habe ich hier schon mal leicht erwärmt. Ich steck mal kurz den Finger rein, sind gewaschen. Handwarm. Es kocht, aber es soll nicht kochen. Also es muss so kochen darf es nicht. Richtig schön warm sein, dass du nicht den Finger verbrennen. Und jetzt ist es so noch so aushaltbar. Also bevor es kocht, den Finger einfach rausnehmen. Genau. Und dann? Damit man die ganze Zeit den Finger drin lassen. Nein, ja. Mein Scherz. Und Puppe hat hier schon mal, ich habe doch hier ganz tolle Trockenfrüchte bekommen von Koro. Ich will jetzt aber noch einmal vorführen, wie ich das schneiden kann. Wie toll sie das schneiden kann. Das hat sie ganz alleine gemacht. Und wir haben jetzt hier 100 Gramm getrocknete Mango auf 1 Liter Sojamilch. Aber die machen gesehen? Wir jetzt... Genau, das hat sie super gemacht. Und jetzt nehmen wir hier einfach von ganz normalem Naturjoghurt 4 oder 5 Esslöffel. Tun wir da rein. Das Ganze werde ich jetzt gut verrühren. Das ist so quasi dieses Starterpaket, damit es da losgehen kann, oder? Ja, genau. Wir klauen jetzt quasi hier diese Bakterienkultur und hoffen, dass denn die sich jetzt über Nacht, weil die werde ich jetzt vor die Heizung stellen und den Topf echt mit einer Bettdecke umwickeln, damit der keinen Zug kriegt und auch nicht dran rumwackelt. Daisy, spinnst du? Jetzt machen wir hier schon mal die Trockenfrüchte rein, die Mango, weil die wird natürlich auch nochmal schön den Joghurt dick machen, weil man kann... Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich habe irgendein Verdickungsmittel, kann da rein. Ich habe keine Ahnung. Backkernmehl, whatever. Habe ich nicht. Deswegen kam ich auf die Idee, Trockenfrüchte entzieht ja Wasser. Was sind das von was sind die? Die sind von Koro. Da gibt es halt diese Riesenpackung sehr günstig. Das ist jetzt 1 Kilo Mango. Okay. Und die habe ich zugeschickt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe, meine Rezepte gefallen euch. Und so, das rühre ich nochmal auf. Und jetzt müsst ihr mich oder uns begleiten. Ins Zimmer. Yes, das Zimmer, kommen Sie mal mit. Freundin. Achtung. Uff. Ja, ich hab's sogar extra aufgeräumt. Man könnte den Topf natürlich jetzt auch über Nacht in den Ofen. Das ist aber sehr, sag ich jetzt mal, teure Angelegenheit. So, hier vor die Heizung. Ich mache jetzt hier noch einen Deckel drüber, damit das schön warm bleibt. So. Und morgen früh haben wir Joghurt. Bis morgen früh. Ciao. Schönen guten Morgen. The big moment. Puppe schläft noch. Jetzt sind, glaube ich, so knapp 10 Stunden rum. Ich bin gespannt, ob meine Konstruktion das hier tatsächlich... Es ist immer noch warm. Das mit der Bettdecke war echt eine gute Idee. Jetzt schauen wir mal. Jawohl! Guck mal! Das riecht super lecker nach frischer Mango. Und jetzt haben wir über 1 Liter frischen, selbstgemachten Sojajoghurt. Das Rezept findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Und da habe ich uns eine Idee. Ich werde jetzt damit noch eine Käsekuchen machen. Also bis bald! Bon Appetit! Tschüss!